be some pissed off ex-employees. Holy shit! Man, I never knew I fired so many people. The arsenal's open for business now. Come on, guys. Let's kick some zombie ass. What? Okay, nee, dann... Ja, motherfucking spiele ich den... Ich bin noch total auf Catnip. Das hält einen Tag lang, wow. Oh mein Gott, guck dich an, wie realistisch das Glas hält. Und BAMZ! Ich hole mir jetzt erstmal Waffen und... Ja, ich spiele den Sonntag auch noch gleich. Aber ich werde ihn nicht gleich hochladen. Oh, wie evil. Wenn ich das richtig sehe, muss ich wahrscheinlich... Was? Eine Badewanne? Das ist ja Dekadenz pur. Muss ich 80 Zombies? Ich komme hier sau nicht zurecht. 80 Zombies töten. Wo ist denn diese nette Waffenkammer, die man mir gezeigt hatte? Es wird... Heilige Scheiße. Ein Napalmwerf. Okay. Ich finde, man... Hat man... Man bietet hier... mir einiges. Das ist... hübsch. Was zur Hölle? Ich hab... Habe ich damit drei getötet und überhaupt was? Wo ist meine... Oh fuck, ich kann mich nicht auspissen. Wo ist... Ich muss gerade mal schauen. Controls Actions. Crouch. Jump Kick. Commit Suicide. Mit Suicide, was? Movement? Nein. Weapons könnte sein. Shocker, Secondary, bla bla bla. Also ich möchte jetzt wissen, wie ich pissen kann. Hunting Rifle, Napalm, Preview, Next One, bla. Es ging doch. Es ging doch irgendwie. Okay, ich werde wahrscheinlich verbrennen müssen. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Wenn ich ein bisschen... Wenn ich mal ein bisschen rumspringen. Tatsache. Als ich durchs Wasser, durchs Feuer bin, ging es mir wieder besser. Wieder halt lauter. Warte. Ach so, das ist. Ah, das ist kein Ding. So, ich möchte jetzt mal. Woher kommen die? Out of my fucking house. Out of my house. Out of my mind. Okay, vielleicht sollte ich die nicht unbedingt mitnehmen. Ah, raus in die Action! Wow! Schneller Bastard. Okay, das dauert aber zu lang, glaube ich. Das heißt, wir brauchen irgendwas mit mehr Spaß. Motherfucking Wesley Snipes, was soll die Scheiße? What the shit, Nigger? Okay, das war jetzt politisch nicht korrekt. Was? Oh Gott, ich brauche was anderes. Effektivere Waffen. Wo ist mein Napalmwerfer? Nein, Napalm fucking Werfer. Warum brenne ich jetzt? Ich bin dumm. Okay, machen wir das nochmal. Diesmal vielleicht. Ich habe eine verkannte Idee. Diesmal vielleicht intelligent. Ja. Das kann nicht funktionieren. Also. Das mit dem Hammer schien ja doch nicht die allerschlechteste Idee zu sein, die ich jemals hatte. Was nicht schwer ist, weil ich schon viele schlechte Ideen habe. So, Molotov-Cocktails, alles was ich halt mitnehmen kann. Oh, das ist ein wunderschönes Geräusch, muss ich hören. So. Hammer Time! Nee. So, Numero Uno. Oh Gott. Weil es ist halt wirklich nicht spektakulär, das gebe ich zu. Das heißt, wir machen erstmal hier voll einen auf. Okay, das ist kein Sniper-Gewehr.
Die 8 war es, glaube ich. Ich bin ein motherfucking Sniper! Ach, das ist schon wieder so einer. Slow roasted goodness. Ah, viel besser. Oh mein Gott, wie ich da halt voll so drei durchschießen werde, so aus der. Wie es halt saunig funktioniert hat. Wie ich halt. Wie es halt saunig wird. Komm, das machen wir jetzt erstmal so ein bisschen. Wow, woher? Zur Hölle! Komm, du! Wo? Wusch! Nein! Shit, woher kommen die? Und shit, 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 shit. Gott, ich muss die. So. LOL! Schacke! Und sie machen komische Geräusche. Nein! Der. So, mein motherfucking. Machete! Komm wieder! Oh Gott, das erinnert mich an einen. An. Oh Gott! Ein Königreich für Catnip! Warum kommen die hier hoch? Ach du Scheiße, und die brennen alle. Oh shit. Shit. Hä? Das, wir hatten doch mal mehr als 15. Scheiße. Es gibt einen Film, der heißt Machete von. Oh Gott, wie heißt der Regisseur? Na, viel besser, viel besser. Irgendwas Rodriguez, so ein typischer Quentin Tarantino-Verschnitt von der Machart der Filme her. Und der Film ist absolut krank. Na, stirb! Lauf drauf! Er bleibt halt davor stehen! Und das hat er überlebt! Shit! Oh, fuck, fuck, fuck! Warum überleben die so viel? Warum wird es nicht weniger? Wo ist mein Hammer? Nein! Ugh. Himmel, Herrgott. Jedenfalls, schaut euch... Das war clever von mir. Schaut euch niemals Machete an, er ist krank. Yay, im Flug gefangen. Okay, ich muss jetzt erstmal rein und mir einen neuen Hammer holen. Also wie scheint ist der Hammer die effektivste Waffe. Und Boomerang, dazu wollte ich auch noch was sagen. Haha, das wird jetzt voll verzwickt, weil das habe ich dann im Samstag angesprochen. Werde es aber erst im Sonntag zu Ende führen. Ich bin ziemlich beeindruckt von mir. Wow, was ist jetzt? Oh shit, they're inside the fucking house. Take those assholes down now. Ja, ja, du mich auch. Ich glaube, ich speichere das mal kurz. Auf einem wiederum anderen Safe, ne? Boomerang, es gibt einer Serie, das ist mehr oder minder eine, ich sag mal, ganz verkannte Kinderserie. That's the stuff. Mit dem wunderschönen Namen Avatar, die Legende vom. Der letzte Airbender, Luftbender. Ja, wie auch immer. Was zur Hölle? Jedenfalls. Da gibt's einen Hauptcharakter, der kämpft mit einem Boomerang. Und der eigentliche Hauptcharakter der Serie heißt Aang. Und dann hat er irgendwann die geniale Idee, also nicht der Aang, aber der andere, der heißt Zocker, hat dann die geniale Idee, das Team Boomerang zu nennen. Und das ist so richtig bedummt, voll der Brüllerwitz und so. Ja, das war jetzt meine wunderbare Anekdote zu Boomerang. Wenn ihr jetzt nicht beeindruckt seid, dann weiß ich auch nicht. So, ich bin schon bei 57, das heißt 23 fehlen mir noch. Wie ich halt voll Mathematik und so kann. Ah, wie halt... Die etwas afroamerikanisch angehauchten... Nicht die Hundekekse. Afroamerikanisch angehauchten Zombies halt voll. Oh shit.
noch leben, wenn sie keinen Kopf mehr haben. Das regt mich ein bisschen auf. Komm, nicht mehr viel. 64, gut, das ist... Das ist gut. Oh, da ist einer! Voll daneben geworfen. Aber ich tritt... Wieder halt voll die Männerstimme hat. Hier ist kein Kopf mehr. So, boah, sieht doch gut aus. 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Komm, wenn er trifft, dann... Halt Sau daneben. Was zur Hölle? Geh kaputt! Also. Wieder halt... Hallo? Aber es zählt trotzdem nicht als getöteter Zombie. Na okay, nehmen wir mal so hin. Boah, das ist krank. 67, 68, 69, 70, ding, 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 ding. 71, herrlich. Haben wir doch gleich geschafft. Was auch immer. Ja, es macht mir noch viel zu viele Geräusche hier, das in dem Haus. Woher kommen die, verdammt? Kannst du mir nicht weiß machen, dass es 80 Menschen auf der Welt gibt oder so? Das ist ja viel zu viel. Und jetzt BAM! Und so voll aus dem Hinterhalt und BAM! So. Dann noch einer. Lebst du noch? Okay. Nur der Sicherheitsschlag, den man bei Zombies machen sollte. Sollte man wirklich machen, das ist ähnlich wie... Was zur Hölle? Ich hab doch jetzt noch... Na okay, scheinbar muss ich noch irgendwas drin töten. Wie bei Zombies und Aliens. Muss ich immer noch so einen Sicherheitsschuss geben. Um zu schauen, ob die wirklich tot sind. Mit Aliens meine ich die aus dem Film Alien. Weiß man nie, ob die wirklich tot sind. Und ja, bei Zombies auch. 80! So, was passiert jetzt Schönes? Well, Vince, it's been educational, but I gotta head back and rescue Champ from the pound. Oh my God. Thanks for the help, man. I gave you a lift, but someone blew up my fucking car. So, er muss jetzt erstmal zurück und seinen Hund Champ retten, wenn ich das richtig verstanden habe. Champ war ja, glaube ich, sein Hund. Und der andere würde ihn hinfahren, aber jemand hat sein Auto in die Luft gejagt. Wahrscheinlich war ich's irgendwann mal in vorherigen Tagen, aber ich würde es nicht beschreien wollen. Kriegen wir jetzt eine wunderbare 2 Stunden Laufsequenz, indem sich die Kamera immer ein bisschen an ihn näher in ihn ranzoomt, ein bisschen weiter weg von ihm zoomt. Hey buddy, you look like okay. You could use a couple of bucks for new clothes. Wanna do me a favor? I'll restrain my overwhelming urge to kill you long enough to choke out another sentence or two. How's that? Ha! You're funny. I like funny. Here's the deal. I'm all out of the very popular elephant foot waste baskets. The kids love them. But, I've got a trick lumbago, so I can't produce them myself, you see. Doctor's orders. But if you go in there and chop down a few pachydermises for me, I'll happily give you a few bucks for a clean t-shirt and give you a ride into town. And I'll even throw in the fine quality sights for free. Just look at that craftsmanship. They don't hatch all that kind of detailing in Mexico. Deal? Sounds completely legal to me. Suit yourself. Let's go. Time is money. Also wenn ich das richtig verstanden habe, der Typ, der einen leicht mexikanischen Akzent hat, meint zu mir, ich solle doch, ich sehe scheiße aus, weil irgendwie ich bräuchte mal neue Kleidung. Und sein Deal ist, wenn ich jetzt hier reingehe und offensichtlich mit dieser gigantischen Sense ein paar Elefanten schlachte, gibt er mir neue Kleidung und... I feel like shit. Was eine Quest wieder. Bring mich, nimmt mich wieder in die Stadt. Oh mein Gott, ich liebe die Sense. I'll kill you! Come on, fight like a man! Fight like a man! Ich häng sau fest. Oh yeah, big man with a gun. Ich häng fest. Ach nee, Blödsinn. Ich hab nur... Jetzt aber. Ich dachte... Oh, wie geil. Lauter Döner. Donuts.
so. Motherfucking. Wow, was war das denn? Okay, es ist keine. Kein Boomerang, aber. So, schaust in die völlig falsche Richtung. Ist das großartig? Wie sehr ich mir jetzt wünschen würde, Catnip zu haben. Und da rollt ein Baum. Ziemlich realistisch. Die Blätter im Gras verschwinden. Das war wahrscheinlich das Dümmste, was ich hätte tun können, aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Okay. Ich muss tatsächlich Elefanten töten. Was zur Hölle? Oh shit, Kuh! Ach du fuck, wieder mich voll. Ich will jetzt erstmal hier. Nein! Ich bin ein Held! Das ist eigentlich auch eine Idee, ja, Sprays nochmal. Also das war jetzt unausgetüftelt, mein. Nein! Nein! Ich hab nicht. Was? Ich hätte jetzt gelacht, wenn der Baum davon umgefallen wäre. Okay. Und ihre Beine sind explodiert. Wie im echten Leben. Oh, ich mag das Geräusch, wenn man ganz viele Dinge aufsammelt. Also, ich muss das jetzt ein bisschen klüger angehen. Erstmal. Na komm, ich bin schneller. Herrlich. Ich muss das irgendwie klüger angehen. Der scheiß gebackte Elefant da. Oh, fick ihn. Oh, shit! Ja, ich sag doch, ich muss das intelligenter angehen und ich finde, was ich gerade tue, ist effektiver als mit einer riesigen Sense auf sie einzuschlagen. Aber nicht annähernd so lustig. Nein! Nein! Wow, shit! Wow, shit! Vor allem, was schwebt denn da? Was? Was? Oh, shit! Woher kommen die? Nein! Holy shit! Nein, da kommt der nächste. Lass mich doch in. Nein! Und er hat den Baum voll weggelauncht. Ach du Kacke. Das ist ja. Was? Nein, wo kommst du? Shit! That stuff really works. Wie das alles. Wäh, zu viele Sprites, die sich gegenseitig backen und so, Alter. Ah, okay, ich dachte, das wird nochmal alles in die Luft fliegen und so. Oh shit, woher kommt der? Bei Gott, ihr könnt's doch beschwören, der war gerade noch nicht da. Tauchen doch aus dem verschissenen Nichts aus. Plötzlich aus dem Off. Fucking Elephant. Out of fucking nowhere. Nein, hab ich. Nein! Ich dachte, gleich kommt wieder von hinten einer. Oh, er kommt von hinten. Oh, das ist schlecht. Okay. Oh shit!
2 noch und ich habe nicht mehr viel Dings übrig. Das heißt, ich frage mich, ob der Elefant diese Waffe verloren hat. Na, es müsste es gleich gewesen sein. Ich sag's dir, der bringt mich noch um, der bringt mich noch um. Shit, shit, Bro! Uncool! Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ja. Ach Gott, was eine Mission. Oh, ich bin nur froh, dass er vorbei ist. Na, der Typ da links, der schaut sich das Ganze jetzt an und wird wahrscheinlich feststellen, dass das... Oh my merciful God, he's poaching our elephant brethren! Get him! Oh my merciful God! Nice work! You made the children very happy. Now let's get out of here before the game warden shows up and I have to pin the whole thing on you. Ich fand's erstmal cool, dass der... Oh, sein Handy. Dass der Typ mit dem blauen T-Shirt lame auf seinem Ding stehen hat, ne? Hey dude, since Mike J got the mad cow, I'm gonna need a favor. I need some help with the marketing. We're announcing a new publishing venture, and I'm thinking we need something big, something real big to get media attention. Something that says the competition's toast. I'm on it. Und wie der andere mir dann gesagt hat, die Kinder werden sich sehr freuen. And a nice explosion would get attention and actually make the competition into toast. But I'll need some supplies. Maybe I'll ask those nice Al-Qaeda boys. They seem to be all about blowing things up. Hopefully they aren't holding a grudge against me for slaughtering so many of them in the patch. Like I care. Okay, ja, ich habe nicht ganz verstanden, was ich tun soll, aber ich muss auf jeden Fall einem Typen einen Gefallen tun, der daraus besteht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und der Dude meint, Terrorist Camp, dass ich das am besten mit einem Feuerwerk mache. Vermutlich. The infidel has penetrated our nest. Again, kill him in the name of Allah. Kill him in the name of Allah. Shit. Hat er das jetzt überlebt, oder? Ach Gott. Also, ich nehme mal an, ich werde mir hier, also ich muss erstmal, oh, scheiße, ein Zwischenfazit ziehen, dass, ein Zwischenfazit für dieses Spiel ziehen, es ist nicht so, wie ich mir, oh Gott, der kommt auf mich zu. Die Apokalypse vorgestellt hatte. Das ist mehr so, das ist nicht so hier das 2012-Szenario, das ich mir wünsche. Das ist mehr so, wow. Wenn man bedenkt, dass am Freitag des Spiels noch Katzen und Hunde regnete und jetzt hier ist quasi tote Hose. Ich bin zwar in einem Terroristencamp, aber es ist jetzt nicht so, als würde hier die... Hölle losbrechen oder dergleichen. I know what you're thinking, but the funny thing is, I don't even like video games. Well, I might definitely need more. Ich hab den brennenden Tod geschossen und plötzlich sind zwei weitere explodiert. So stelle ich mir die Apokalypse vor. Okay. Nichts. Oh, bam. This can't be good for me, but I feel great. Ja, fühlt sich groß. Es geht halt nicht. Oh, da zieht sie aus. Ah, ich habe keine. Doch, ich habe noch. Shit. So. Was? Was soll denn die Scheiße? Wie sie alle auf mich losgehen und mich mit anzünden wollen.
Es war total gut in diesen Engpass hier einen Kuhkopf zu sehen. Es hat sogar, passt sogar. Ey, sind ja immer noch nicht alle tot! Scheiße! Fucking Taliban! Viel zu viele davon! Das nervt doch! Ich hab doch... Wo sind meine Granaten? Oh Gott, es funktioniert nicht, weil ich ein schlechter... Weil ich wie ein Mädchen werfe in dem Scheißspiel. Oh Gott, jetzt reicht's mir aber! Ah! So. Es sind halt immer noch welche da. Warum seht ihr nicht... Ich sehe nicht mal aus wie Taliban. Was soll denn nicht sein? Mal braune Haare, wie Saddam... Woher kommt der? Woher kommst du? Ich gehe hier sau drauf. Oh Gott sei Dank, Donuts. Was hätte ich nur ohne sie getan? Was steht denn da auf dem Schild? Ach so, okay. Wenn das so ist, dann machen wir das so. Echt? Es ist an dem verfluchten... An dem Palmenblatt, an dem Palmenblatt ist es explodiert. Das macht nicht mal Sinn. So, dich brauchen wir noch da oben. Oh, Christus. Ich muss auch sagen, ich stelle mich ein bisschen dumm an, aber wie der Typ an der Leiter gebackt ist. Und er hat den Raketenwerfer natürlich. Ey, ich hör's doch schon wieder. Himmel, Herr Gott, scheiße noch ein.